Hey Mann, schön, dass du wieder hier bist am Samstag. Heute will ich dir die größten Fehler erklären, die man beim Frauenverführen machen kann, wie du sie in Zukunft vermeidest und dann die heißen Frauen mit nach Hause nehmen kannst, die du wirklich mit nach Hause nehmen willst. Schön, dass du wieder da bist hier am Samstag und es soll um das Thema Frauen verführen gehen. Und da machen viele Männer, ich kenne das aus meinen eigenen Coachings, ich kenne das von mir selbst, ich kenne das von Freunden, die viel Erfolg mit Frauen haben. Da machen viele Männer unglaublich viele Fehler und ich will dir mal erklären, was die häufigsten Fehler sind und wie du sie vermeiden kannst. Der Nummer 1 Fehler, also das, was du am allermeisten nicht tun solltest, wenn du Frauen verführen willst, ist, dass du viel logisch bist. Ja, es gibt die eine Seite Logik und es gibt die andere Seite Emotion. Frauen sind generell sehr emotionsbasiert. Ja, sie handeln viel nach Emotionen, nach emotionalen Stimmungen. Deswegen möchtest du auf jeden Fall schon mal diesen emotionalen Teil ansprechen, schon mal generell. Weil das die Art und Weise ist, wie Frauen dich verstehen. Das ist die Sprache, die sie sprechen. Das heißt, wenn du diesen emotionalen Teil ansprechen kannst, schon mal ein Riesenvorteil für dich. Aber das ist nicht der einzige Punkt, warum es wichtig ist, wenig logisch zu sein und viel emotional zu sein. Denn wenn die Frau mit dir an einen Punkt kommt, wo du sie zum Beispiel mit zu dir nach oben nehmen willst, sagen wir mal, nachdem du sie aus dem Club mitgenommen hast, dann wirst du sie nicht mit Logik dazu überreden können. Aber wenn ihr beide euch gemeinsam in einem positiven emotionalen Zustand befindet, wenn ihr beide zusammen lacht oder etwas in der Art, dann wird sie mit dir nach oben gehen, um einfach weiterhin diese positiven Gefühle zu spüren, die sie ja mit dir jetzt von Anfang an gespürt hat. Das heißt, du musst dir immer überlegen, was für Gefühle hat die Frau gerade mit mir und wie kann ich dafür sorgen, dass diese Gefühle noch positiver werden. Dann wird es leicht, Frauen zu verführen. Wenn du auf diesem Logik-Ding hängen bleibst, wird das niemals funktionieren. Das heißt, du kannst deine Frau nie dazu überreden, mit dir zu schlafen oder mit dir nach oben zu kommen. Das wird niemals funktionieren. Du musst immer ihre Emotionen erst auf das richtige Level bringen. Und wenn du merkst, ihre Emotionen sind noch nicht auf dem richtigen Level, dann bau Spaß in deine Verführung ein. Dann geh mit ihr noch auf einen Zwischenplatz, bevor du zu dir in die Wohnung gehst. Vielleicht zu, angenommen, du bist abends mit ihr unterwegs, ihr wart Cocktail trinken, dann geh einfach noch in eine, keine Ahnung, Dartbar und spiel mit ihr Dart, was auch immer. Was auch immer du machen könntest, um eine lustige emotionale Stimmung herzustellen. Und dann nimm sie mit nach Hause. Die emotionale Stimmung muss zuerst passen, sonst wird die Frau da abblocken. Das ist absolut zuverlässig. Darauf kannst du, oder gebe ich dir mein Wort, dass die Frau dann abblockt. Deswegen bringe sie immer erst in eine richtige emotionale Stimmung, dann setze die Verführung fort. Die andere Sache, die viele Männer falsch machen, ist, dass sie einfach nicht ausdauernd genug sind. Ja, Frauen werden dir bei jeder Verführung wahrscheinlich so ein paar Steine auch in den Weg legen. Und wenn du wirklich Verführung, wenn du wirklich eine Frau verführen willst, ja, das bedeutet ja, dass du sie zu etwas verführst, wo sie am Anfang eigentlich nicht den Plan hatte, das zu tun. Wenn du das machen willst, wenn du eine Frau zu etwas leiten willst, zu einer Handlung leiten willst, die sie eigentlich gar nicht vorhatte, dann ist es wichtig, dass du dran bleibst. Wenn du einfach mit einer Frau schlafen willst und du sagst, hey, guck mal, wenn sie mir mega viele Widerstände gibt, dann halt nicht. Dann nicht heute, dann nächstes Mal. Ist super entspannt, eine super entspannte Einstellung. Aber wenn du verführen willst, dann musst du gegen diese Widerstände anarbeiten. Beziehungsweise nicht gegen sie anarbeiten, aber du musst mit ihnen umgehen. Und das machst du am allerschlausten, indem du dich von diesen Widerständen erstens nicht aus dem Konzept bringen lässt und zweitens sie dann einfach übergehst. Das heißt, wenn sie vor deiner Tür steht und sie fragt dich, hey, machst du das immer so, nimmst du immer Frauen mit nach Hause, dann lass dich davon nicht verunsichern und gib einfach irgendeine freche Antwort zurück von wegen, ja, du bist schon die 125. die ich hier auf diese Art mitgenommen habe und grinst dabei einfach frech. Sei frech, sei humorvoll, bleib spaßig und entspannt. Haben wir gerade schon mal besprochen, Spaß ist ein riesiger Faktor bei der Verführung, auch hier ganz, ganz wichtig. Spaßig, entspannt, humorvoll bleiben und dann kann sie auch über diese Blockaden mit dir hinweggehen. Oder eben nicht, kann ja auch sein, dass sie eine volle Blockade macht und sagt wirklich nein, dann versuchst du es halt das nächste Mal oder lässt es an der Stelle bleiben. Ja, aber stell dich darauf ein, dass diese Blockaden kommen werden. Ein anderer Punkt mit dem zu faul sein, nicht lang genug dranbleiben ist, du wirst viele Frauen ansprechen müssen, um eine Frau auch verführen zu können. Das heißt nicht, dass du 100 Frauen ansprechen musst, um eine Frau mit nach Hause zu nehmen, aber mach dich darauf gefasst, dass es auch viele Frauen geben wird, bei denen es nicht funktioniert, die von vornherein Nein sagen. Ja, du musst da auch ein Spiel der großen Zahlen spielen. Du musst auch viele Frauen ansprechen. Dann kannst du viele Frauen verführen. Denn mit manchen Frauen passt es einfach nicht. Mit manchen Frauen ist die Grundanziehung nicht hoch genug und dann war's das. Dann wird da keine Verführung stattfinden. Deswegen ist es wichtig, dass du viele Frauen ansprichst und nicht bei ein paar Frauen hängen bleibst. Ganz, ganz wichtig. Ja, dranbleiben, was Blockaden angeht, aber auch dranbleiben, was viele Frauen ansprechen angeht. Ganz, ganz wichtige Punkte, wenn du eine Frau
verführen willst. Also bedien immer ihre emotionale Seite, niemals ihre logische Seite. Also fang nicht an, logisch mit ihr zu argumentieren, sondern sei immer emotional. Stell immer den richtigen emotionalen Zustand her und dann geh den nächsten Schritt auf der Verführung. Wenn sie den nächsten Schritt mit dir nicht gehen will zu dem Zeitpunkt, dann sei entspannt, geh einen Schritt zurück und probier es später nochmal. Einen Schritt zurück, später nochmal probieren. Okay? Dranbleiben. Erstens, was Blockaden angeht, sie wird dir halt Steine in den Weg legen wahrscheinlich, weil sie sich halt nicht wie eine Schlampe fühlen will und deswegen möchte, dass du die komplette Verantwortung für das alles übernimmst und das tust du damit ja auch, indem du diese Widerstände überwindest. Aber auch dranbleiben im Sinne von immer wieder Frauen ansprechen, nicht aufhören damit, denn je mehr du ansprichst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du einfach Frauen findest, bei denen die Verführung funktioniert. Klar, du kannst auch deine Fähigkeit erhöhen, das hat natürlich einen riesigen Einfluss. Wenn deine Fähigkeiten, deine Lockerheit, deine Entspanntheit besser werden, dann wirst du viel mehr Frauen führen können, aber es ist trotzdem wichtig, dass du viele Frauen ansprichst. Auch die Männer oder beziehungsweise gerade die Männer, die ich kenne, die riesigen Erfolg mit Frauen haben, haben ihn deswegen, weil sie wirklich mit sehr, sehr vielen Frauen sprechen und nicht nur vereinzelt mit Frauen. Sie sprechen nicht mit zwei Frauen und sind dann ein bisschen enttäuscht, weil es nicht funktioniert hat. Sie sprechen an dem Tag vielleicht mit 20 Frauen und sind nicht mal enttäuscht, wenn es nicht funktioniert hat. Das ist ganz wichtig. Ja, du musst auf lange Sicht dranbleiben. Und dann ist Verführung von Frauen nicht so schwierig. Das Wichtigste ist, dass du es einmal diesen kompletten Prozess gemacht hast und gespürt hast, hey, das funktioniert wirklich. Das ist ganz wichtig. Also du musst einmal diesen Prozess durchgegangen sein, um zu merken, hey, das funktioniert. Wenn ich das noch nie gemacht habe, dann glaube ich vielleicht auch nicht dran, dass es klappt. Aber wenn ich diesen ganzen Prozess schon mal voll erlebt habe, dann ist mein Glaube da, dann weiß ich, hey, das kann funktionieren und dann funktioniert Verführung auch. Schön, dass du dabei warst hier am Samstag. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, aber unten in der Ecke gibt es was Neues für dich, nämlich ein gratis Flirt-Dokument, in dem ich dir die drei mächtigsten Anziehungsschalter zeige, die du kennen musst, um Anziehung bei einer Frau zu erzeugen. Das ist deswegen auch so wichtig, weil Anziehung natürlich vor der Verführung kommt. Ohne Anziehung gibt es keine Verführung. Im Dokument zeige ich dir, was das für Schalter sind und wie du die praktisch in deinen Flirt einbauen kannst. Einfach klicken, da kannst du es dir dann gratis downloaden. Da geht es zum Abonnieren des Channels. Einfach diese Glocke auch klicken, dass du jedes Mal benachrichtigt wirst, wenn du neue Videos oder wenn ich neue Videos hochlade. Und oben in der Ecke kannst du das letzte Video auf diesem Channel gucken. Da ging es darum, warum es nicht sinnvoll ist, Frauen beeindrucken zu wollen. Super spannendes Thema. Schau es dir an, da oben geht es dahin. Schön, dass du dabei warst hier am Samstag. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Bis dahin, ciao.